fühlt. So. Okay. Näher ran. So. Und das war nichts. Okay. Das muss weg. Alles klar. Gut, weiter geht's jetzt, glaube ich, eh erstmal nicht, oder? Oder doch? Nein. So. Ja, das muss genügen. Theoretisch. Nee. Entfernen wir das auch nochmal. Wir müssen noch einen Moment abwarten. Das Stückchen muss auch noch nichts. So. Okay. Ich meine, ja, wir haben nicht genug Kohle. Ganz klar. Und wir haben über 300 Gäste. Ist natürlich schon mal wieder was wert. Ob die Betonmauer jetzt natürlich irgendwas auffällt. T-Rex technisch oder so. Keine Ahnung. So. So. Oh. Außerhalb des bebaubaren Bullshit. Bullshit. Zu teuer. Ja, das ist mal auf jeden Fall klar. Gut. Wir warten lieber noch ein bisschen ab und warten darauf, dass wir die Bewertung wieder verschönern können. So, wir werden jetzt hier einen T-Rex nachher natürlich züchten. Geht's denn eigentlich allen gut? Jo, das sieht gut aus. Hervorragend. Läuft wie Sau. Ja, da gibt's nichts zu sehen, falls ihr es nicht gemerkt habt, ne? Honks. Ihr Honks. So, dann gehen wir nämlich hier wieder runter und dann können wir da hinten noch ein Gehege raushauen. Yes. Danke für Ihre Hilfe im Unterhaltungssektor. Of course. Ich mache jetzt natürlich nur bei dir so viel, damit ich den Scheiß hier freischalten kann, ist ja mal klar. Loyalitätsbonus. Lol-Bonus. Neuen Auftrag anfordern, Isaac Dix. Ich hab mir das angesehen. Okay. Können Sie auch tun. Machen wir. Keine Gäste dürfen durch Fleischfresser sterben. Ich meine, logisch. Ich vermute aber, dass man hier natürlich auch Raptoren reinsetzen könnte. Dann können wir das ganze Ding nämlich etwas kleiner gestalten. Dann müssen wir einen T-Rex aber trotzdem irgendwo anders unterbringen, falls wir einen T-Rex überhaupt irgendwo unterbringen wollen. Ich denke, ich gehe jetzt hier nochmal so zurück. Und dann machen wir Raptoren Spaß, weil es ist natürlich günstiger, ja. Doch, ich denke, das machen wir. Komm, wir bauen erstmal Raptorengehege. Boom. Und dann. So. 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 Jawohl. Perfekt. Schöne, runde, ranzige Gehege. Alles klar, hier können wir jetzt Raptoren reinsetzen. Rein theoretisch. Ich meine, es ist natürlich blöd, dass das Entwicklungslabor genau hier ist. Ja. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die nicht schnell genug platt bekommen würden. Falls es erforderlich sein sollte. Aber andererseits haben wir auch gerade nicht genug Geld für Raptoren. Also alles gut. Da. Obwohl das mit dem Weg von den Gästentür natürlich eigentlich schlauer ist, ne? Ich glaube, wir reißen das auch noch ab. Und setzen das Tor woanders hin. Das ist Tor, jawohl. Sollten wir vielleicht da hinten hinsetzen. Wenn sie da denn hinkommen, aber ich denke schon, das müsste klar gehen. So können sie nämlich nicht so schnell die Besucher gefährden. Ja, trotzdem ist es schwierig. Wenn ich die jetzt hier züchte, werden sie wahrscheinlich die Dinosaurier da drin angreifen. Was kosten sie denn überhaupt? Raptoren. 800.000. Ja gut, das ist auch schon mal nicht zu missachten, wie viel das eigentlich ist. So, Verwaltungsansichten, Produktion 120, Strombedarf 84. Wir könnten sie direkt hier reinzüchten. Theoretisch. Eigentlich bräuchten wir immer ein Zuchtgehege, ne? Immer. Eigentlich. Okay. Aber ja, wir müssen gucken, dass wir hier auf jeden Fall mit den Dinos besser rumkommen. Vielfalt, ja. Nicht so viel. Hier ist eine Gelegenheit, sich zu beweisen. Okay. Große Pflanzenfresser werden wir finden. Denke ich. Dann können wir auch seine Mission annehmen. Trotzdem schwierig. Wie immer. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt am besten mache mit dem Züchten. Beste wäre es natürlich wirklich direkt da rein zu züchten. Ah, wir werden sehen. Weil die hängen hier natürlich direkt vor der Tür. Was ist los mit denen?
Wenn da jetzt so ein Raptor rauskommt, macht er erstmal das Blatt. Sollen wir ein Zuchtgehege bauen? Ich weiß es nicht. Aber die Raptoren da ständig zu belästigen, wir haben halt eigentlich gar keinen Platz für ein Zuchtgehege. Das ist echt scheiße. Obwohl, na, vielleicht so ein winzig kleines Zuchtgehege. Gucken wir mal, ob da was hinpasst, aber ich glaub's auch nicht. Das kann eigentlich nicht gehen. Gehege, jawohl. Nur mal in der Theorie, ach Gott, nicht genug Geld. Wollen wir überhaupt gewinnen? 74.000, naja, es hält sich in Grenzen. Es hält sich in Grenzen. Gut, ich meine, dass weniger als 6 Gäste durch Pflanzen, Fleischfresser zu töten. Geht klar, weil wir haben natürlich nicht so viele, ne? Ich schätze, wir sollten noch ein bisschen gucken, dass wir vielleicht mit Expeditionen ein bisschen Kohle verdienen. Sonst dauert das ewig. Wie kostet so eine Expedition? 75.000. So, komm, hauen wir 2 Stück raus. Mit Glück kriegen wir noch Zeug, das wir verkaufen können. So, das sollten wir jetzt gleich erledigt haben. Weiter so. Klar. 100.000, okay, gut. Das hat natürlich was gebracht. Trotzdem holen wir uns einen neuen Auftrag von ihm. Denn ich denke doch, dass wir es bald erreicht haben. Nehmen Sie den Auftrag an. Das wäre gut für uns beide. Nein, das machen wir nicht. Ich verkaufe keine Dinos, wenn es nicht sein muss. So, Inselnavigation. Nee, Quatsch, der Ruf generell. Aber wir haben es aber bald. Okay. Gut, es kann nur besser werden. Oder? Ah, gut. Die laufen zwar überall hin, es gibt aber nicht wirklich viel zu sehen, weil wir so viel Geld hier haben. Das Souvenirladen. Holt ihr euch da auch was? Meine Damen und Herren, unser Wetterdienst kündigt einen nahenden Sturm an. Ein Sturm? Uncool. Können wir diese Dinger eigentlich bauen? 100.000. Eigentlich brauchen wir Sturmabwehrstationen, ja. Ja gut, jetzt kann ich es gerade nicht mehr ändern. Auch geldtechnisch vor allem nicht. Yo, I know. Wir hätten für die Gäste vielleicht auch mal den ein oder anderen Schutzraum an den Start bringen können. Ah, fuck, ey. Passt nirgends hin. Ich hoffe halt, dass er nichts kaputt macht. Das wäre toll. Ah, scheiße. Ausgerechnet da, ne? Fuck you. Oh fuck, der wird ja durchheizen. Ich kann es jetzt gerade nicht mehr ändern. Das sollten wir später nochmal in Betracht ziehen. Das in den Griff zu bekommen. Bleibst du da drin? Nein? Warum nicht? Warum nicht? Da kommt noch einer. Ne? Aber der geht nicht raus, der Voidi. Ah, der geht auch wieder rein, na dann. Oh, hey. Einmal da durchgeheizt, gut, aber das geht noch klar. Es könnte schlimmer sein. Was? Achso, ja, okay. Wo ist noch was kaputt? Ist hier noch einer durchgeheizt? Ich fass es nicht. Okay, cool. Repariert. Great. Alle Dinos noch drin. Ja, okay. Ist ja natürlich nett, dass er wieder zurückgegangen ist. Ohne Scheiß. Du musst ihn transportieren. Wenn du ihn betäubt hast, Schlauchi, musst du hingehen. Und musst ihn dann irgendwohin transportieren. Dann steht er wieder auf. Warum ist denn der jetzt so langsam? Gib das hier heute nochmal ein. Achso, der Dino steht hier im Weg. Na gut. Jag's halt mal nicht weg. Okay, hier müssen wir auch nochmal reparieren. Ranger Team. Aufgabe hinzufügen. Zack, bam. Gut, das nächste Mal sollten wir uns vielleicht drum kümmern, weil wir werden jetzt Verlust machen, das ist klar.
Sehr hohe Kapazität, annehmbare Sicherheit, geringe Vielfalt. Well, well, well. Okay, gut. Der Sturm muss jetzt mal aufhören. Das war jetzt echt ätzend. Vom Allerfeinsten. So, das wird jetzt neu gemacht und unsere Expedition ist nicht wieder da. Ach so, doch, ist sie. Aber wir können so nicht auswerten, weil das Gebäude im Arsch ist. Well, fuck. So, was machen wir jetzt? Wie züchten wir unsere Fleischfresser bzw. unsere Dinos generell? Wo ist Platz dafür? Hier ist nicht genug Platz. Das ist einfach ein fucking Problem. Na gut, wir könnten es natürlich hier probieren. Ranger, Bullscheiße, Krankheit. Ach. Gut, da haben die Ranger gleich noch was zu tun. Ich meine, das kann ja nur da sein. Aufgabe hinzufügen. Husek! Aufgabe erhalten. Triangosaurus, okay. Die haben einiges zu tun jetzt. Am Segel, der Sturm ist weg. So. Wo züchten wir jetzt? Was vor allem? Dinosaurier ausbrüten. Was kostet denn unser guter, guter alter T-Rex? 5,8 Millionen, 5 Millionen. Way zu teuer. Way zu teuer. Und davon bräuchten wir zwei. Wir könnten aber natürlich den Ceratosaurus, aber der kostet auch 1 Million. Well, fuck. Na gut. Vielleicht haben wir Glück. Und können hier noch ein bisschen was Geileres rausholen. Extract und verkaufen. Jo, da können wir direkt wieder was losschicken. Grabungsstätte abgeschlossen. Na gut, dann machen wir hier und da weiter. Gibt's heute nochmal einen hier? Ach, wieso ist denn da auch eine Tür? Wieso haben die denn zwei Türen? Was stimmt denn mit euch nicht? Könnte man natürlich dann abgrenzen, die zwei Gebiete. Wenn das alles nicht so teuer wäre, verdammt. Jawohl. Avipox-Virus eingedämmt, beziehungsweise die Quelle vernichtet. Ich würde jetzt gern trotzdem hier einen Dinosaurier drin haben. Wir haben 600.000, wir können es einfach nicht leisten, ne? Gut, dann gehen wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr auf die Kunden. Besucher ein. Einkaufsbewertung. Ja gut, ich meine, da hinten brauchen wir wahrscheinlich keine Einkaufsbewertung. Kann das sein? Wenn das nämlich so ist, reiße ich das Ding gerade ab. Weil es kostet nur unnötig Ressourcen. Ja, ein Kunde. Wow, okay. Verschieben können wir es ja nicht, oder? Nee. Wir deaktivieren es einfach mal. So. Vielleicht können wir es ja später da noch gebrauchen. Auf jeden Fall müssen wir die Einkaufsbewertung hier heben. Fast Food, Spielhalle. Dann brauchen wir jetzt hier natürlich noch für die Gäste irgendwas, wo sie Scheiße kaufen können. Souvenirladen, Fast Food, Spielhalle, Spielwaren. Souvenirs, Spielwaren, Kleiderladen, Jurassic World, Kleiderladen. Mm-mm. Ja, oh, so, da können sie dann noch ein bisschen einkaufen und das sollte dann klappen. Ne, nicht da, da. Und zwar, gut, hier ist natürlich kein Schutz. Schutzraum benötigen die da, jawohl. Money, money. Esse, esse, alles gut. Getränke, alles gut. Souvenirs. Jupp. Okay, eigentlich geht's denen gut. Eigentlich. Gut. Trotzdem brauchen wir hier sehr wahrscheinlich noch was. Und zwar Dinosaurier. Surprise. Dinos. Okay, extrahieren. Extrahieren, verkaufen. Das war nice. Hier können wir nicht extrahieren, dann verkaufen wir es natürlich. Parasaurolophus und verkaufen. Okay. Gut, jetzt haben wir über 1 Million. Das ist natürlich schon mal nicht schlecht. Dann holen wir uns hier noch ein paar Dinosaurier ran. So, über 1 Million. Jetzt nicht mehr, weil ich das losgeschickt habe. Aber jetzt sollte auf jeden Fall unsere Bewertung nach oben gehen. Richtig? Look at that. 72% Einkaufsbewertung. Jetzt haben wir nur noch 0% Transportbewertung, aber das ist alles sehr hoch, das ist gut. Außer natürlich die Vielfalt, aber es wird. Ich denke, es wird. Wir müssen trotzdem schauen, dass wir irgendwie einen Pflanzenfresser da rausholen können. Wäre legal, wirklich hier so ein Hammond-Forschungslabor dran zu setzen. Hm. Ja, ich bin mir nicht sicher. Das ist schwierig mit so wenig Platz. Kevitz. Kevitz. Wieso ist das überhaupt so groß?